Ach ja, Freunde der Sonne, es hat einfach nicht sein lassen, nicht sein sollen. Ich konnte dieses Level keinen Tagebucheintrag finden. Denk mal, das Level ist dann da vorne auch bald vorbei. Vielleicht finde ich ihn ja noch hier. Zum Beispiel da in der Ecke. Nein. Hier kriegt er schon wieder was rum. Und ich habe eine neue Waffe, also beziehungsweise eine neue alte Waffe, die hätte ich ja schon lange haben können. Aber da ist so ein dummes Nachtsichtvisier drauf. Ich bin damit noch nicht so ganz zufrieden. Luftfilter. Ja, doch, da ist das Level zu Ende. Verdammt, kein Tagebucheintrag für mich heute. Oder? Hinterhalt? Aha. Ja, ich. Ach, hier ist, glaube ich, die Luft. Hier ist die Luft, glaube ich, nicht so geil, oder? Ja, das ist immer. Na, ich denke mal, die Luft ist hier nicht so richtig geil. Das sieht ja schon aus, wie das hier durchkommt. Oh Mann, also das Licht ist. Also die Lichteffekte sind. Alter Schwede, das sieht immer wieder gut aus, ne? Ich hab gesehen, du hast die. Gut. Jetzt weiß ich wofür. Ich bringe mehr. Ich hab gesehen, du hast die. Ja, ich bringe dir mehr. Das ist ja sehr nett von ihm. Ich hier. Ich helfe. Nicht immer genug Kraft alleine. Aha. Er kann sich selber grünen. Das ist ja interessant. Was er nicht alles für Fähigkeiten hat. Nehmen Sie Minkin und folgen Sie dem Badge. Wir holen vielleicht noch die Karawane ein. Klewitzki, Sie bleiben hier. Lewitzki? Ja, Genosse Leutnant. Nicht Letznitzki? Jawohl. Kann ich mich hier nicht in so ein Klo verstecken? Kann ich. Muha. Verdammt. Kannst du mir bitte noch mal kurz dein Wallhack geben? Ich könnte den Wallhack wirklich mal auf Tropfnot gebrauchen. Oh Gott, ich werde hier so hundertprozentig gesehen. Senden dreht sich nicht zu mir hin. Die holen wir nicht ein. Die sind lange weg. Wir sollten es versuchen. Warum? Es ist nur eine Karawane. Weil wir Befehle haben und jetzt abrücken. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir sie einholen. Hey, war das? Was? Ah, oh gut. Ich hätte mich auch verstecken können, wa? Ach, guck mal, da ist mein Tagebuchantrag, mein Gesuchter. Juhu, ich hab ihn. So, ob die irgendwie ihre Leute vermissen? Apropos Leute vermissen, ich habe mittlerweile so viele Luftfilter gefunden. So, aber erstmal Tagebuchantrag. Hier kommen wahrscheinlich sowieso gleich Leute rein. Ich weiß gar nicht, warum da Zahlen nehmen stehen. Ich kann die eh nicht klicken. Ich weiß nicht, was ich Miller sagen werde, der den Befehl zu seinen Tötungen gegeben hat. Ich weiß nicht, was der Schwarze sagen wird, wenn ich ihm Miller vorstelle. Was denkt er überhaupt über uns alle? Wenn ich bedenke, was wir in den letzten Tagen alles durchmachen mussten. Sie wollten ihn als Mutant umbringen. Seine einzige Rettung war die menschliche Gier. Dann wollten sie ihn zu einem Wachhund machen, der Gefangene beaufsichtigt, frische Rekruten in die Bajonette des Feindes stürmen lässt. Er ist diesem Schicksal entkommen, aber nur um in einer Freakshow gesteckt zu werden. Und dann wurde er als Eigentum einer Station verschickt, in der Leute beschlossen hatten, ein böses Experiment mit anderen zu machen. Gott. Was, wenn er wirklich ein Engel ist? Ja, das wäre sicherlich sehr freudig. So, ich muss jetzt aber trotzdem mal hier langsam sicher mit den Leuten hier mal sicher verfahren. Ist der alleine? Ich hoffe einfach mal, dass er. Was? Keine Kamerados hat, die ihn auch angucken. Da vorne haben wir noch einen. Ich meine, ich muss ja nicht mal alle umhauen. Der einer fühlt sich sicherlich auch total geil, wenn er entdeckt, dass all seine Leute hier platt sind. Da oben sitzt er ja. Ich sehe den mal gar nicht, den Schwarzen. Ich könnte jetzt natürlich einfach rumballern, aber schon aus, Das bringt mir auch gar nichts, hier alle. Oh, wer ist er denn? Er hat ja eine interessante Knifte bei. Warte mal, er hat doch genau das gleiche Ding, was ich auch habe, nur mit der Verbesserung, die ich haben wollte. Nicht mit den. Mit dem Nicht-Nachtsicht-Visier, oder? Genau, der hat nämlich das Gute, das Zweifach-Zoom. Das ist mir auch viel lieber als das komische Nachtsicht-Ding, aber auch mit Schalldämpfer. Apropos Schalldämpfer. Ich habe damit noch nie geschossen mit der Knifte, fällt mir gerade so auf. Da siehst du, da hätte es das Ding auch nochmal gegeben, also naja. Okay, da muss ich glaube ich platt machen, aber das Problem ist, der läuft halt doppelt. Ach, verdammt, davon ist noch einer. Der läuft halt Doppelpatrouille mit den anderen Typen da hinten. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also sich hier langsam durchzuschleichen ist gar nicht so einfach. Wie viel Zeit habe ich? Boah, 42 Minuten? Alter, ich habe nicht allen Ernstes 42 Minuten Zeit bei. Oh Mann, ey. Okay, da. Alter, 42 Minuten Zeit, mal ohne Witz. Da müsste ich ja quasi. Zum Teufel machen Sie da draußen im Pride. Schaffen Sie sofort Ihren Arsch da weg. Jawohl! Muss ich die Damen an die Hand nehmen, verdammt nochmal. Dum-dum-dum. Ihre Befehle. Wir sollen das Lager infiltrieren und auf einen Ranger mit einem. Noch mehr Leute. Wissen von uns. Sehr rot. Sehr begierig zu töten. Aber wo ist Ihre Tarnung? Glauben Sie, dass dieser Ranger Sie umarmt, wenn er Sie sieht?
dass das Tier sich auf den Rücken legt, damit ihm der Bauch krault. Nein! Wenn Sie nochmal versagen, dann putzen Sie meine Schuhe genauso wie Sie Ihre Mutter küssen. Mit Ihrer verdammten Zunge. Aha. Die sind ja anscheinend hochmotiviert, die Freunde. Trotzdem noch 40 Minuten Zeit, ne? Ohne Witz jetzt, das ist ja... Es ist wieder oben. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ist ja nicht so, als würden wir einen normalen Spion suchen. Wir müssen auf uns aufpassen. Ja, Mr. Jungs. Wir sind selbst ziemlich harte Kerle. Hä? Nicht nur ein Ranger. Auf dem Anzug beim Zirkus hat er einen ganzen Tub. Schon wieder? Du warst nicht beim Zirkus. Ein paar verwundete goldene Kopf. Wir haben ihn ein Tier genannt. Die Kreatur war da menschlicher. Oh oh, ich ahne, dass ich irgendwie in die falsche Richtung laufe, aber also mit dem Karma-Zeug, ne? Ah, ich habe halt wirklich auf den Zug wirklich alle umgebracht, aber es ging halt irgendwie nicht anders. Die kamen mir halt entgegen vorwärts, ne? Verdammt, die da hinten beobachten sich alle. Das ist doof jetzt. Ich meine, ich stehe gerade im Licht, so ein bisschen ungünstig. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, hab mich wirklich nicht gesehen. Hervorragend. Gut, dann versuchen wir es mal anders. Da vorne, gucken die sich gegenseitig an? In dem, sie sich nicht mehr gegenseitig decken, ist ja alles super. Oh, verdammt. Alles ein bisschen tückig. Oh, verdammt. Oh, was haben die denn verkniffen? Oh, oh, fliegende Dämonen sind mächtige Mutanten und schwierig zu töten. Muss ich die Damen an die Hand nehmen, verdammt nochmal. Nennen Sie mir Ihre Befehle. Wir sollen das Lager infiltrieren und auf einen Ranger mit einem... Ich weiß gar nicht, warum er gerade so schwer atmet. Noch mehr Leute. Wissen von uns. Sehr rot. Sehr begierig zu töten. Ich glaub, ich bin gerade zu laut gerannt. Das war nicht so gut. Das sind die alarmiert. Ich glaube, die sind jetzt alle schon alarmiert, ne? Die Musik hört sich zumindest so an. Meine Uhr, ne? Hier ist gar nichts. Warum guckt der nicht mal nach unten? Achso, das ist ein Gitter, ja gut. Eine 40 Sekunden. Ach, da hinten guckt ja auch noch einer. Ah. Ich glaube, ich könnte es mir erheblich einfacher machen, wenn ich ihn einfach erschieße, oder? Hör ich mich nicht an, Junge. Aber kann ich hier vielleicht einfach durch... Okay, gut. Na gut, das lief jetzt nicht so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind die stark. Oh, das lief jetzt nicht so ideal, würde ich gerade sagen. Gut. Dann müssen wir... Okay, ich werde den einen Typen damit ein Messer anwerfen. Das bringt ja alles nichts, in sein Leben zu schonen. Das hat ja auch keinen Sinn. Mit einem Tier warten. Dann töten wir den Ranger und fangen das Tier. Sie wissen es also noch. Aber wo ist Ihre Tarnung? Noch mehr Leute. Wissen von uns. Sehr rot. Sehr begierig zu töten. Ja. Nein, wenn Sie nochmal versagen, dann putzen Sie meine Schilder genauso wie Sie Ihre Mutter küssen. Ach ja. Also einen werde ich mit dem Messer abwerfen. Das scheint mir irgendwie, glaube ich, ganz klug zu sein. Ah, ich habe hier auch noch ein gutes Gefühl, was soll ich sagen? Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu ungeduldig bei den Patrouillen wegen hier. Ja, ganz harte Karte seid ihr. Ah, der Hansa-Zug, das war, tut mir ja ganz so leid, dass ich hier alle auslöschen musste, aber ach, hier ist es einfach viel zu hell. Die sind sogar zu dritt. Ein paar Verwundete, ja. Ich hab verwundert überlassen, das ist eigentlich ein ganz großer Fehler von mir gewesen. So, jetzt hier Ender erstmal. Halten Sie endlich die Klappe und konzentrieren Sie sich. War notwendig. Ja, das ist doch. Ja, wir wechseln ja gleich den Filter. Artyom, ganz ruhig. Schade, dass ich keine Leichen wegziehen kann, aber eigentlich ist es ja auch nie notwendig, aber ich kann es halt leider auch nicht. Das ist schon ein bisschen schade. Ja, Artyom, noch 7 Sekunden, ist ja gut. Wir haben es gleich. Der Filter ist gleich wieder dicht. Gut durchhaben. Na komm, hier 2 Sekunden verschwendet. So, jetzt überlegen wir uns mal in aller Ruhe, wie wir jetzt vorbeikommen hier. Guckt mich überhaupt einer an? Nee, oder?
Wir haben doch gerade erst mit den Faschisten Frieden geschlossen. Ist noch kein Jahr her. Aha. Wir haben keine Wahl. Die sagen, die Polizei hat große Vorratslager gefunden. Wenn jemand anders sie kriegt, sind wir erledigt. Ja, gut. Was ist so besonders an irgendwelchen Lagen? Da ist genug für die ganze Metro drin. Munition, Rüstung, Waffen, Medikamente. Ich höre das noch kurz an. Dann sind wir hier, um die Hanse davon abzuhalten, es zu bekommen. Genau. Das ist ja schön, das ist ja sehr interessant, dass die runter... Oh Gott, hier unten sind auch welche. Muss ich vielleicht wieder einen Joker ziehen? Mit einem Joker meine ich übrigens ein Messer. Verdammt, ich glaube, ich hätte diesen Tunnel hier von der anderen Seite rangehen müssen, oder? Weil der guckt hier straight nach vorne. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal umdreht. Was soll ich machen? Das Rohr hinter ihn zu schießen, sodass er sich umdreht? Das merkt ihr doch nie. Hey, sieht so aus, als ob da... Blink, 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 blink. Hier komme ich nicht weiter. Wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Genau, deine Fantasie. Deine Fantasie ist so schwer bewaffnet und wartet hier im Tunnel auf dich, dass du mal kurz wegguckst. Ja, nee, hier... Was? Hier geht's nicht weiter. Ich muss also wieder hoch. Das ist ja... das ist ja doof. Okay, davon. Das wird langsam echt anspruchsvoll mit den Rumschleichen hier, ne? Warte mal, er da hat so einen Vorwärtspatrouillenweg, da kann ich ja nicht kurz abwarten. Ich stehe sowieso gerade mehr oder weniger im Dunkeln, aber. Da ich, dass es hier nicht ganz Nacht ist. Komm schon, weg! Was? Gut, dass die alle die Neigung haben, sehr leise hinzufallen. Oh, noch eine Brandgranate. Dinge, die ich nie einsetze. Ihr Funkgerät, kann ich das sabotieren? Leider nicht. Ist einfach nur laut. Was soll man hier? Nee, nix. Ich hoffe einmal, er ist alleine. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft. Ja, er ist alleine. Puh. Da kann ich mir kurz nochmal umgucken. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus jetzt gerade. Mal sehen, wie wir davon noch kommen. Aber ich glaube, ich bin langsam durch. Und bin ich jetzt wieder in der Hütte, in der ich gerade war. Langsam bewege ich mich verdammt weit weg vom letzten Savepunkt. Das möchte ich jetzt eigentlich ungern noch sterben. Also wenn hier sowas ist, schieße ich mich hier still und leise durch. Okay, da vorne ist, glaube ich, die Ausgangstür. Wahrscheinlich werde ich gleich sowieso wie immer überfallen. Bin. Sie schon wieder. Schwarz und rot. Sie haben Angst. Und wollen dich immer noch töten. Boah, wie viele sind denn das? Alter. Jetzt weiß ich, wofür ich meine 46 Minuten Luft hier brauche. Um hier ordentliche Patrouillenwege auszukundschaften. Ich frage mich ja, wie die an die ganzen Sauerstoffdinger kommen. Ich meine, ich plündere hier Gasmasken für Hunderte aus. Ja, es wäre so viel einfacher. Also ich lasse die Leute übrigens im Hintergrund reden. Dessen rede ich gerade selber relativ wenig. Gerade sagen würde, es wäre so viel einfacher, wenn ich hier einfach alle töten würde. Einen nach dem anderen rausnehmen mit einer schallgedämpften Waffe. Weg. Einen nach dem anderen. Es wäre so einfach. Also wenn man das Leben der Menschen nicht achtet, ist das Leben wirklich sehr viel einfacher. Mir war irgendwie gerade danach. Wie tief wir auch atmen. Ich habe noch einen Zeit. Also. Ja, ganz ruhig, Artyom. Wir haben noch über eine Minute. Die Lage ist mehr als safe. Glaube ich. Die da vorne rauszunehmen, hat ja auch keinen Sinn. Ey, wie viele das nicht sind, ne? Ich glaube, ich werde. Komme ich hier oben irgendwie lang? Kann. Licht. Ich mag das Licht nicht. Kann ich hier vielleicht irgendwie mit einem Messer vielleicht irgendwie den Weg leichter machen? Ich meine, der da guckt gerade aus, mehr oder weniger, aber. Was ist denn jetzt hier los? Warte mal, da oben könnte man. Da oben. Ich versuch's einfach mal kurz. Wenn meine Gier mir nicht wieder das Leben kosten wird. Der guckt auch nach vorne. Den hier scheint keiner zu überwachen. Finde ich gut. Nichts. 9 Sekunden noch. Oh, Stimmlicht. Mal kurz den Filter noch wechseln, danach geht's weiter. So. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir ihn nicht
Ja, ich glaube, das ist auch besser. Nein, aber hast du gehört, dass er die Okeatriskaya ausgelöscht hat? Ganz alleine. Ey, Moment mal, das wart ihr. Ja, und die armen Leute, die ihr vorher erschossen habt? Also ich versuche übrigens diesen Finn-Teil mir auszusparen. Der Letnitzki, da würde ich ja gerne noch mit dem... Oh, jetzt bin ich wieder hier draußen. Verdammt, ich dachte, ich komme hier direkt raus. Na gut, schön, dass die alle nach vorne gucken. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt gab es übrigens gerade ein Safe-Game, ne? Also... Geht's da oben raus? Was macht er denn da? Macht der Geräusche? Ach, der lenkt die jetzt ab, oder was? Das ist ja sehr praktisch. Aber den nehme ich da trotzdem raus. Einfach weil er im Schatten liegt. Wäre echt ein Ärgernis, wenn die mich jetzt noch im letzten Moment sehen würden. So, sind wir wieder ein Stück weiterkommen. Ohne jemanden zu töten. Mann. Ich stelle hier noch meinen Highscore auf. Du kennst ihn. Und er kennt dich. Letnitzki oder was? Ja, naja, so gut kenne ich ihn auch nicht. Der wartet doch hier gleich. Hi, Letnitzki. Grüß dich. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Kristall. Muss ich jetzt in seinen Kopf kämpfen oder was? Oh, Mann. Ah, das sieht ein bisschen aus wie dieses Elektroereignis. Oh, jetzt sehe ich seine Erinnerung. Das ist ja praktisch. Hey, Lesnitzki. Alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Ah, da ist Solkir. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Aha. Da ist also her. Perfekt, Lesnitzki. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Aha. Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitzki? Ja, Genosse General. Aha. Auch mal was jetzt haben, was man sich selber reden soll. Was, bei Artyom redet ja so normal nie. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Na klasse. Interessant. Aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Ah, das ist doof. Wir hätten eigentlich noch ein bisschen mehr Wissen aus ihm rausholen müssen. Zum Beispiel was? Ach, ausschalten. Ja, gut. Ich will ja eigentlich das gute Ende haben. Er ist sehr böse. Aber du hast recht. Töten ist schlimmer. Vor allem jetzt kriege ich auf einmal so eine Anzeige, ne? Aha, sehr interessant. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne das gute Ende haben. Deswegen habe ich jetzt auch gerade ziemlich abrupt aufgehört, Menschen zu töten, was ich vorher die ganze Zeit gemacht habe. Weil mir das da gerade so eingefallen ist, das ist ja ein gutes und schlechtes Ending, was ich eigentlich schon von Anfang an wusste. Ich hoffe, ich kriege das nämlich noch, weil ich würde nämlich gerne im zweiten Durchlauf auf das böse Ende spielen, einfach alle umbringen. Weil ich hatte mir gedacht, ich mache mal meinen, also ich gucke sehr gerne Bruder, das ist ein anderer Let's Player, wen ihr noch nicht kennt, der macht auch ganz gute Let's Plays, der spielt auch gerade Metro und der macht das bei vielen Spielen auch, dass er die halt am Ende nochmal auf seine eigene Art und Weise brutal gespielt oder halt anders, das ist das andere Ende, und dann halt schnell durchlauf so ein Best-of machen. Sowas würde ich auch gerne tun, weil wenn ich das so brutal durchspiele, geht es auch viel schneller, weil würde ich mich ja nicht die größte Zeit einfach nur durchschießen, beziehungsweise ich würde es wahrscheinlich auf Stealth brutal spielen, also halt schießen, wenn es notwendig ist und dann, naja, es ist halt mir so einfach wie möglich zu machen. Das Ding ist, das kann ich nur machen, wenn ich das Spiel vorher im normalen Let's Play auf gut durchgespielt kriege.
Und naja, dessen bin ich gerade so ein bisschen bemüht, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so hart wie in Metro 2033. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Damit geht's dann wohl in der nächsten Folge weiter.